Veranstaltung. Bestgebaute Athletin und bestgebauter Athlet 1983 sowie Ausscheidung zur Weltmeisterschaft in Singapur. Durch das Programm des heutigen Abends führt sie der Präsident des österreichischen Bundesfachverbandes für Körperbildung, Fitness und Kraftsport, Herr Ingenieur Walter Busche. Ja, einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen schönen guten Abend im Namen des österreichischen Bundesfachverbandes für Körperbildung, Fitness und Kraftsport und im Namen der IFBB, der International Federation of Bodybuilders. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine lange Wettkampfsaison geht jährlich mit der Wahl des bestgebauten Athleten zu Ende. An 15 Meisterschaften durfte ich heuer teilnehmen. 9 dieser Meisterschaften durfte ich aus der Sicht des Moderators erleben. Krönender Abschluss in jedem Jahr ist immer die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Und neben der Meisterschaft bestgebauter Athlet 83 geht es am heutigen Abend um diese WM-Teilnahme. Ich habe hier 5 Flugtickets nach Singapur. Und 5 der heute hier am heutigen Abend startenden Athleten werden Österreich vom 23. bis 27. November bei der IFBB-Weltmeisterschaft in Singapur vertreten. Ich glaube, eine Auszeichnung und Ehre für jeden Sportler. Und wir vom österreichischen IFBB-Verband sind besonders stolz darauf, nicht nur, wie in vergangenen Jahren, immer wieder super Sportler zu internationalen Wettkämpfen zu entsenden, sondern auch zum ersten Male sind wir in der Lage, dank Ihrer Hilfe, liebe Zuschauer, diese Weltmeisterschaft für unsere Sportler zur Gänze zu finanzieren. Körperbildung, Fitness und Kraftsport ist der Name des österreichischen Verbandes. Und bereits aus dieser Bezeichnung können Sie erkennen, welche Aufgaben der österreichische Bundesfachverband sich selbst gestellt hat. Erstens, die Förderung des Spitzensportes in Österreich. Österreich, das eine so große Tradition an Bodybuilding hat, stammt auch aus Österreich der beste Bodybuilder aller Zeiten, Arnold Schwarzenegger. Und immer wieder war es das kleine Österreich, das durch Ausnahmeathleten auf sich aufmerksam machte. Die zweite wichtige Aufgabe des österreichischen Bundesfachverbandes ist, Bodybuilding zu einem noch größeren Breitensport zu machen. Und ich glaube, dass wir auch hier auf dem richtigen Wege sind. Die Botschaft vom gesunden, kräftigen Körper haben unsere Sportler, unsere Bodybuilder hinaus in die Bevölkerung getragen und die Popularität dieses schönen Sports ist in den letzten Jahren ganz gewaltig gestiegen. Und die dritte Aufgabe, die wir mit aller Vehemenz verfolgen, ist Bodybuilding in Österreich endlich zu jenem Stellenwert zu verhelfen, der diesem Sport zusteht und der in vielen Ländern ihm auch bereits zuerkannt wurde. Nämlich endlich eine selbstständige, anerkannte Sportart zu werden. Die IFBB, die mit nunmehr 121 Mitgliedsnationen und Millionen Bodybuildern auf der ganzen Welt inzwischen der viertgrößte Sportverband der Welt überhaupt geworden ist, kämpft auf der ganzen Welt für die Verwirklichung dieser 3 Ziele. Und wir geben der Hoffnung Ausdruck, dass wir auch in Österreich bei den dafür zuständigen Stellen bald ein offenes Ohr finden werden. Vor einem Monat hatten wir hier in diesem Saal die österreichische Neulingsmeisterschaft. Und bei dieser Gelegenheit habe ich bereits erwähnt, dass wir besonders stolz darauf sind, endlich wieder große Bodybuilding-Meisterschaften in der Bundeshauptstadt Wien durchführen zu dürfen. Und diese organisatorische Meisterleistung verdanken wir einem Mann, der nun nach seiner aktiven Karriere zu einem der besten Funktionäre des österreichischen Bundesfachverbandes geworden ist. Unser aller Dank gilt dem Präsidenten des Landesfachverbandes Wien und dem Bundesfachrat des österreichischen Bundesfachverbandes, Herrn Walter Bubenicek. Und Walter Bubenicek, der eine so große, aktive Bodybuilding-Karriere hinter sich hat, er hat heute hier offiziell vor seinem Publikum den Rücktritt vom aktiven Leistungssport endgültig erklärt.
Und zur Erinnerung an seine sportliche Laufbahn erhält er nun vom Landesverband Niederösterreich einen Ehrenpokal und ich darf den Präsidenten des Landesverbandes Niederösterreich, Herrn Rudolf Jürgen Lendl, zu mir bitten, um diesen Pokal zu überreichen. Auf diesem Pokal sind über 80 Meisterschaften beinhaltet, die Walter Bubenicek, an denen Walter Bubenicek teilgenommen hat. Ich will nur einige davon herausfahren. Dreimal war er Vize-Europameister. Er war Vierter bei der Weltmeisterschaft. In einer offenen Klasse wurde er in Columbus, Ohio, zwischen Profis und Amateuren zum Mr. International gewählt. Also über 80 Meisterschaften, immer wieder hat er Österreich stellvertretend vertreten. Und wir danken Walter Bubenicek für diese große sportliche Leistung. Von uns allen, die heute hier an dieser Veranstaltung mitwirken, haben 5 Leute, und das kann ich Ihnen versichern, absolute Schwerarbeit zu leisten. Es ist dies heute unsere Jury. Es ist nicht immer ganz einfach, speziell wenn es um so viel Geld, um so viel Freude geht, für eine Fernostreise wie in diesem Jahr. Und diese Jury möchte ich Ihnen nun vorstellen. Für das Bundesland Salzburg, der Präsident des Landesfachverbandes Salzburg, Herr Horst Schein. Für Niederösterreich, und er ist auch der Sprecher der Jury, Sie werden heute noch öfters hören, der Präsident dieses Landesfachverbandes, Herr Rudolf Jürgen Lindl. Für Wien in der Jury ist der Vizepräsident des Landesfachverbandes Wien, Herr Peter Kokosiewicz. Für die Steiermark wäre der Landesfachrat des dortigen Bundeslandes, Herr Walter Vorschnee. Und für Oberösterreich der Vizepräsident des Landesfachverbandes Oberösterreich, Herr Hans Farina. Und der Veranstalter Walter Bubenicek wird nun an alle Teilnehmer Urkunden und Medaillen zur Erinnerung an diese Meisterschaft, an diesen schönen Abend überreichen. Und das gibt mir Gelegenheit, Ihnen die Teilnehmer nun einzeln vorzustellen. Ostertag Wolfgang aus Salzburg. Bayer Jochen, ebenfalls Salzburg. Hans Schubahn aus der Steiermark. Karl Witz aus Niederösterreich. Christian Todt aus Wien. Bruno Hörtnagel, Tirol. Alfred Neugebauer, Wien. Ja, wir haben heute auch eine Damenklasse, Bruna Magdalena. Karin Stockinger. Elisabeth Adametz. Jawohl! Ilse Henrich. Ja, hier sind wir wieder bei den Herren. Heinrich Krakowa aus Wien. Aus Vorarlberg, Hans Eisenbraun. Niederösterreich, Franz Haas. Oh! Oberösterreich, Max Bangerl. Oh! Niederösterreich, Rudolf Brübier. Oh! Niederösterreich, Helmut Dollfuss. Oh! Aus Tirol, Eigner Wolfgang. Peter Brückner. Vorarlberg, Siegfried Can. Niederösterreich, Erich Hotzer. Aus Wien, Walter Peppel. Steiermark,
Kurt Gojo. Und aus Österreich, Günther Kohu. Wien, Christian Janatsch. Und Steiermark, Karl Penra. Ja, und meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt möchte ich einmal hören, wie das klingt, wenn der ganze Saal mit voller Lautstärke applaudiert. Ich darf Ihnen unseren Stargast vorstellen. Er ist zu uns gekommen. Hier ist er, der große Olympian Albert Beckles. Unseren Athleten noch etwas Gelegenheit zu geben, sich vorzubereiten, darf ich Ihnen kurz etwas zum Reglement erklären. Dem internationalen Reglement entsprechend wird diese Meisterschaft in 3 Runden ausgetragen. 2 Runden bei der Vorwahl am Nachmittag, und zwar die Runde 1 der Körperwertung. Hier werden die Athleten in völlig entspannter Haltung von allen 4 Seiten bewertet. Entscheidend in dieser Runde ist die allgemeine Harmonie. In Runde 2 sind 7 Pflichtposen vorgeschrieben. Hier ist die Muskulosität des Einzelnen entscheidend. Und die Runde 3, die Sie jetzt am Abend live erleben, ist das freie Posing. Hier hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, zur selbstgewählten Musik seinen Körper zu präsentieren. Und hier wird nur mehr der künstlerische Aspekt, das heißt die Fähigkeit des Einzelnen, Musik in Bewegung umzusetzen, bewertet. In jeder Runde ist 5x die 20 möglich. Die jeweils höchste und niederste Wertung werden gestrichen. Sollten Sie, liebes Publikum, mit der einen oder anderen Wertung nicht zufrieden sein, bedenken Sie bitte, dass heute hier am Abend nur das Posing bewertet wird. Der Körper wurde bereits am Nachmittag in der Vorwahl bewertet. Um einen Gesamtüberblick über eine Bodybuilding-Meisterschaft zu erhalten, ist es also unbedingt erforderlich, Vorwahl und Finale zu besuchen. Ich habe vor einem Monat hier die Neulingsmeisterschaft gewonnen und wir heißen herzlich willkommen Herrn Wolfgang Ostertag.
die Wertung. 19, 20, 19, 19, 18. Und wir wollen der Jury die Gelegenheit geben, noch einmal eine Vergleichswertung zwischen diesen beiden Finalisten vorzunehmen, und wir suchen die beiden Athleten der Juniorenklasse 1 zurück auf die Bühne zu kommen. Und der Jury-Sprecher bitte uns zu lieben. Ja, meine Herren, jetzt ist es soweit. Wir beginnen mit den Pflichtposen. Doppel Bizeps bitte ab. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, feuern Sie den Athleten an, der Ihrer Meinung nach gewinnen müsste. Dankeschön. Latissimus Pose. Seitliche Brustpose, jeder von der persönlich besten Seite. Ab. Ja, danke schön. Eine Vierteldrehung, erst von rückwärts. Doppelbizeps mit Wade. Weiter geht es mit Latissimus. Ab. Dankeschön. Eine weitere Drehung auf die Seite. Seitliche Trizepspose. Ab. Ja, danke schön. Und wieder von vorne. Bauch und Bein. Danke schön. Und jetzt, meine Damen und Herren, eine halbe Minute freies Posing. Und jetzt liegt es an Ihnen. Feuern Sie Ihre Athleten an. Halbe Minute freies Posing. Ab jetzt. Ja, die Jury hat entschieden. Und bevor wir zur Siegerehrung kommen, da möchte ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und Ihnen zwei Herren vorstellen, die alle diese wunderschönen Preise zur Verfügung gestellt haben und die Hauptsponsoren dieser Veranstaltung sind. Sie wissen ja, das International Sports Center in der Maria-Hilfer-Straße. Und wir heißen bei uns willkommen Bill Byers und John Brown. Ja, und John, wenn du so lieb bist, gleich die erste Siegerehrung vornimmst, kommst du zu mir auf die Bühne. Bitte schön. Mit 3 Punkten hat die Jury hier entschieden. Der zweite Platz geht an Wolfgang Ostertag. Und
Basketballer, Juniorenathleten dieser Klasse, Juniorenleichtgewicht, also wie gesagt, nur so 2 Punkte Unterschied, Josef Bayer. Ja, ich finde, das ist unfair gegenüber dem Sieger. Bitte ein paar Posen für die Fotografen. Ja, danke schön, die Athleten der Juniorenklasse 1. Wir kommen zur Juniorenklasse 2, der Juniorenmittelgewicht bis 80 Kilogramm. Der erste Teilnehmer, der zu uns kommt, kommt aus der Steiermark. Er ist 18 Jahre alt, trainiert im Studio Universum und er trainiert seit 2 Jahren Bodybuilding. Und wir heißen bei uns willkommen Herrn Hans Schubert. Ja, vielen Dank, Hans Schumann. 17, 17, 17, 16, 17. Der nächste Teilnehmer dieser Klasse kommt aus Niederösterreich. Er ist 17 Jahre alt, trainiert im Studio Haas und auch hier trainiert seit 2 Jahren Bodybuilding. Und wir heißen willkommen Herrn Carlo Witz. Thank you.
2020. Und bitte die drei Finalisten dieser Klasse zurück auf die Bühne zur Vergleichswertung. Ja, meine Herren, wir kommen jetzt zum Vergleichsposing. Wir beginnen mit dem Doppelbizeps. Ab. Dankeschön. Latissimus. Für die seitliche Brustpose, jeder von seiner persönlich besten Seite, ab. Dankeschön. Eine Vierteldrehung. Jetzt von rückwärts, Doppelbizeps mit Wade. Ab. Weiter mit Latissimus. Dankeschön. Eine weitere Pendeldrehung auf die Seite zur seitlichen Trizepspose. Ab. Dankeschön. Und wieder von vorne. Und jetzt wieder, meine Damen und Herren, werden Sie aktiv und Sie, die Bodybuilder, eine halbe Minute Preisposing ab jetzt. Wir verabschieden uns mit einem Applaus für kurze Zeit und denken an eure Gute. Wir sind bei euch bekannt. Ja, die Jury hat wieder entschieden. Und ich darf nun zur Siegerehrung zu mir auf die Bühne bitten, den Vizepräsidenten des Österreichischen Bundesfachverbands aus Salzburg, Herrn Hans Buginger. Dritter Platz, 156 Punkte. Er geht an die Steiermark, an Hans Tschubaner. Zweiter Platz, 166 Punkte. Niederösterreich, Karl Witz. Christian Tuch. Ja, bitte die Athleten noch ein paar Fotos von unserem Fotografen. In der Juniorenklasse 2. Und wir kommen jetzt zur Juniorenklasse 3, dem Junioren-Schwergewicht über 80 Kilogramm. Der erste Teilnehmer dieser Klasse, er kommt aus Tirol zu uns. Er ist 20 Jahre alt, trainiert im Sportcenter Trinidad
Und auch hier war vor einem Monat hier der Neudingsmeister Disziplin. Willkommen, Bruno Hörnagel. Der nächste Teilnehmer in dieser Schwergewichtsklasse, er ist Ihnen wahrscheinlich allen schon gut bekannt. Er war viermal Juniorenstaatsmeister, er war Dritter in diesem Jahr bei der Europameisterschaft der Junioren. Zweimal war er in der österreichischen Nationalmannschaft und er kommt vom International Sport Center. Und wir begrüßen bei uns Alfred Neugebauer.
Vielen Dank den Athleten dieser Juniorenklasse und ich darf zu mir wieder auf die Bühne bitten aus dem Studio, wo Alfred Neugebauer trainiert. John Brown, bist du so lieb, kommst du wieder zu uns, zur Siege. Und zweiter Platz, Tirol, Bruno Hörtnagel. Es ist besonders schwer, Neulingsmeister gegen so arrivierten Athleten wie Alfred Neugebauer anzutreten. Erster Platz, Punkte Maximum 180 Punkte, Alfred Neugebauer. Posen für die Fotografen, bitte. Ja, danke schön. Alfred, Herr Neugebauer werden wir heute noch einmal sehen, am Ende dann bei der Qualifikation. Auch er wird versuchen, sich für Singapur zu qualifizieren. Und wir kommen jetzt zu unserer Damenklasse. Vier Athletinnen sind im Finale. Die erste Teilnehmerin, sie kommt gleich aus Wien, sie trainiert im Studio Santa Monica in Wien und wir heißen bei uns willkommen Magdalena Brunner.
18, 17, 19, 19. Die nächste Teilnehmerin kommt aus Wien. Sie trainiert im Studio Santa Monica Neuhaus und sie trainiert seit 2 Jahren Bodybuilding. Und wir heißen willkommen Elisabeth Adamez. Thank you.
Doppelbizeps ab. Zur Seite. Jeder die persönlich beste Brustpose. Ja, danke schön. Eine weitere Drehung. Jeder die persönlich beste Trizepspose. Ja, danke schön. Und wieder von vorne. Bauch und Bein. Preisposing. Und für Sie wieder, meine Damen und Herren, mit Ihnen feuern Sie Ihre Athletinnen an. Ab jetzt.
Bitte den Damen noch um ein paar Posen für unsere Fotografen. Und gleich der Teilnehmer mit der Nummer 1 kommt aus Wien zu uns. Er ist 27 Jahre alt, trainiert im Bodybuilding Club Dynamik und er trainiert erst seit 7 Monaten Bodybuilding. Und wir heißen willkommen Heinrich Krakora. Und er hat uns vor ungefähr einem Monat bewiesen, dass die Bodybuilder auch ausdauernd sind, wenn es um den Sport geht. Er hat zweimal den Weltrekord im Dauerbankdrücken aufgestellt mit 146.000 Kilogramm. Und wir heißen bei uns willkommen aus Niederösterreich Franz Haas. Thank you.
1920. Und wenn Sie im Fernsehen damals gesehen haben, die Golden Man und Woman Show, das war Franz Haas. Und der nächste Teilnehmer in diesem Feld, auch er ist einer der ganz Großen in diesem Leichtgewicht. Eine Erfolgsserie hat er hinter sich, im vorigen Jahr bestgebauter Athlet Österreichs, heuer oberösterreichischer Meister, Staatsmeister und letzte Woche Sieger des Internationalen Preises von Österreich. Und wir heißen willkommen bei uns aus Oberösterreich, Max Bangerl. Jetzt!
Klaus Maus. Ja, und ich darf Sie mir auf die Bühne bitten, den Vizepräsidenten von Oberösterreich, Jan-Hans Fahringer. 153 Punkte, vierter Platz, er geht nach Wien, Heinrich Krakower. Dritter Platz, 162 Punkte, er geht nach Vorarlberg, Hans Eisenbraun. Vier Punkte Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Platz. 173 Punkte, zweiter Platz. Niederösterreich, Franz Haas. Vier Punkte mehr, 177 Punkte. Oberösterreich, Max Bahn. Ja, meine Herrschaften, ich habe Ihnen eingangs gesagt, eine Runde für die Meisterschaft muss man auch bei der Vorwahl sehen, nicht nur beim Posen. Bitte ein paar Posen für unsere Fotografen. Rudolf Frühwirth. Ebenfalls aus Niederösterreich, er ist 27 Jahre alt, trainiert im Studio Haas seit 3,5 Jahren. Und wir begrüßen bei uns Helmut Dollfuss. Thank you.
Der nächste Teilnehmer, er kommt aus Tirol zu uns. Er ist 24 Jahre alt und trainiert in seinem eigenen Studio in Innsbruck. Und wir heißen willkommen bei uns Wolfgang Aigner. Yeah.
18, 19. Und bitte die 5 Teilnehmer dieser Klasse noch einmal zurück auf die Bühne zum Vergleichswerten. Ja, wir erwarten wieder die Männer der Klasse 2 bis 80 Kilogramm. Wir kommen nun zu den Pflichtposen, meine Herren. Doppelbizeps. Ab. Grandissimos. Dankeschön. Eine Vierteldrehung zur Seite. Jeder von seiner persönlich besten Seite. Seitliche Brustpose. Ab. Bizeps mit Wade. Ab. Dankeschön. Weiter geht es mit Latissimus. Seitliche Drehung, seitliche Trizepspose, ab. Ja, danke schön. Komm wieder von vorne. Bauch und Bein. Mit Ihnen, meine Damen und Herren, unsere Athleten, eine halbe Minute freies Posing ab jetzt. Ja, und ich darf zur Siegerehrung den Präsidenten von Salzburg, Herrn Horst Schein, zu mir auf die Bühne bitten. Fünfter Platz, 160 Punkte. Er geht an Niederösterreich, Helmut Dollfuß. Vierter Platz, 2 Punkte beim Posing aufgeholt, ebenfalls Niederösterreich, Rudolf Frühwirt. Dritter Platz, 167 Punkte, Tirol, Wolfgang Eigner. Geht nach
Marin Peter Brückner. Sieger in dieser Klasse 177 Punkte, der Staatsmeister aus Vorarlberg, Siegfried Can. Wir fahren fort mit der Männerklasse 3, Männer halbschwer bis 90 Kilogramm. Der erste Teilnehmer, er kommt aus Wien, wir nennen ihn Arthus Hirtenberg, ist 42 Jahre alt und wir begrüßen Erich Potzer. Thank you.
17, 19, 18, 18, 18. Der nächste Teilnehmer in dieser Klasse, er hat heuer Österreich schon einmal vertreten bei der Europameisterschaft in Malmö. Er ist der Vizestaatsmeister im Halbschwergewicht, kommt aus Graz, vom Universum Club Graz, ist 28 Jahre alt und wir heißen willkommen Kurt Goyo. Siebenmal österreichischer Staatsmeister, Mitglied der Nationalmannschaft oftmals. Er kommt von Gentschim in Oberösterreich, ist 39 Jahre alt und wir heißen willkommen Günther Kohut. Vier Teilnehmer dieser Klasse zurück auf die Bühne zum Vergleichsposing. Wir beginnen mit dem Posten Doppel Bizeps. Ab.
Dankeschön. Eine weitere Viertelprägung. Doppelbizeps mit Wade. Ab. Trizepspose, ab. Dankeschön. Und wieder von vorne. Bauch und rein. Ab. Wieder mit Ihnen, meine Damen und Herren. Eine halbe Minute Preisposing ab jetzt. Ich darf wieder zu mir auf die Bühne bitten zur Siegerehrung. Einen jener Männer, denen wir nicht genug danken können für diese wunderbare Veranstaltung vom International Sport Center, John Brown. Du bist heute schwer im Einsatz, John. Schwer, aber ja. Vierter Platz. 145 Punkte, Erich Hotzer, Wien. Dritter Platz, 162 Punkte, ebenfalls Wien, Walter Peppel. Zweiter Platz, 169 Punkte, er geht an die Steiermark, Kurt Eujo. Ja. 178 Punkte und Sieger Oberösterreich, Günther Kohut. Einige Posten für die Fotografen. Ja, danke schön, die Athleten des Männer Halbschwer. Die nächste Klasse, über 90 Kilogramm Männer Schwergewicht, durch Verletzung eines guten österreichischen Athleten von Manfred Größler aus Graz sind hier nur zwei Teilnehmer am Start. Der erste Teilnehmer, er war bereits einmal Dritter bei der Weltmeisterschaft in Manila, er war Vierter bei der Europameisterschaft, dreimal war er Staatsmeister und oftmaliges Mitglied der Nationalmannschaft.
Er kommt aus Wien und wir begrüßen bei uns Christian Janatsch. Da war er Weltmeister im Bodybuilding und Mr. Universum. Und wir begrüßen bei uns aus der Steiermark, aus Graz, Karl Heinrad. Thank you.
Dankeschön. Und ganz kurz wieder einen Schritt zurück, meine Herren, hinter das Podium. Wir rufen Sie gleich wieder auf. Ein Stück zurück, ja. Dann bitte schon warten, nochmal zu uns, zur Siegerehrung. Beim Posing waren sie gleich, das ist am Nachmittag in der Körperwertung entstanden. 176 Punkte, zweiter Platz. Christian Janatsch schwingt. Christian Janatsch, Karl Keinrad, Alfred Neugebauer, Günther Kohut, Kurt Goyub, Franz Haas, Max Zwangel. Ja, danke schön.
eine Führungsrebung zur Seite. Seitliche Brustpose ab. Eine weitere Viertelumdrehung. Doppelbizeps mit Wade ab. Latissimus. Ab. Ja, danke schön. Eine weitere Viertelumdrehung zur Seite. Jeder von seiner persönlich besten Seite. Trizepspose. Ab. Danke, und wieder von vorne. Bauch und Bein. Noch nie so schwer gewesen wie jetzt, festzustellen, welche 5 Athleten nach Singapur fahren. Jetzt eine halbe Minute, freies Posing, ab jetzt. Immer wieder ist er bei der Wahl des Mr. Olympia im Finale. Immer wieder ist der Sieger bei einem Grand Prix, der professionellen Veranstaltung. Er zählt sicher zu den besten Profi-Bodybuildern der Welt. Und wir begrüßen ihn jetzt heute hier bei uns in Wien in Österreich. Mr. World, Mr. Universum, Professional World Champion und Olympian Albert Beckers. Thank you.
Eintracht entschieden. Als ersten begrüßt zu mir auf die Bühne den Betreuer der österreichischen Mannschaft für Singapur, Herr Walter Kubenecek. Ja, wir wünschen unserer Mannschaft, dass sie den optimalsten Erfolg in Singapur erreichen wird. Und ich glaube, mit diesem Team werden wir das auch schaffen. Der erste Vertreter Österreichs, Carlo Keinwart, Graz. Christian Janer Schmid. Einen schönen Sonntag. Dankeschön. Gestern war es Tonus.